Okay, willkommen zusammen. Ich frage mich, warum ihr immer weiter nach hinten rückt. Ist das, weil man hier die Leute auf dem Video sieht, oder ist das einfach nur, weil ihr Angst habt? Ja, genau. Okay. Ist ein bisschen komisch, dann seid ihr mir nicht so nah und ihr seid so alle ganz weit weg. Also, falls ihr euch traut, auf dem Video zu sein, könnt ihr euch ja demnächst ein bisschen weiter nach vorne setzen. Wir werden diese Woche erstmal das Modulsystem von Rust besprechen. Das ist unser Plan für die ganze Woche. Aber bevor wir damit anfangen, werden wir erstmal die Hausaufgabe vom letzten Mal besprechen. Denn die hat sich herausgestellt, war doch ein bisschen schwieriger. Insbesondere die C war schwieriger, als wir das erwartet haben. Da werden wir mal ein bisschen reingucken und jetzt ein bisschen Schritt für Schritt da durchgehen, damit ihr am besten auch nicht komplett von der Hausaufgabe überfordert wart und jetzt auch die wieder nachvollziehen könnt. Oder gibt es vorher noch Fragen zu irgendwas Organisatorischem? Ja. Abschlussprojekt, meinetwegen. Das bleibt dieser Termin, genau. Sonst noch was? Okay. So, also. Wir fangen, glaube ich, erstmal an mit der einfacheren Aufgabe, nämlich die Aufgabe 1, da wo man das verbessern musste. Und zwar dieses Programm. Das ist jetzt noch das Hässliche und ich fange da gerade mal an, so ein paar Sachen zu verbessern. Wir werden das nicht komplett durchgehen, das wären zu viele Dinge, die wir gerade verbessern müssten. Kannst du das noch eine Nummer größer machen? Oh, klar. Geht das auch ganz hinten für alle? Ja? Ich mache noch eins, sicher. So, also, man weiß gar nicht, wo man anfangen möchte, ne? Also da gibt es so viele Dinge. Als allererstes fällt vielleicht auf, dass hier dieses super lange Array ist. Aber wir fangen mal ganz oben an und ich gehe Schritt für Schritt durch, damit wir nichts verpassen. Also, diese Beschreibung ist nicht besonders gut, aber wenn es eine Dokumentation von Main sein soll, soll das auf jeden Fall mit 3 Slashes angeführt werden. So, als nächstes fällt auf, dass hier dieser Rückgabewert von Main angegeben ist, aber das ist ja Void. Also kann man das immer weglassen. Also so diesen Void-Rückgabewert wollen wir nie angeben. Ihr könnt mich gerne unterbrechen, wenn ihr zu irgendwas eine Frage habt. Das nächste ist dieses hier, Iteration Number. Also erstmal ist es keine besonders gute Benennung, aber wenn wir uns nicht mal darum kümmern, wollen wir zumindest das in Snake Case schreiben. Also machen wir das so, wenn dann. Also nicht zusammenschreiben, sondern schön Snake Case. Dann fällt diese Sache hier mit dem Array noch auf. Das sind die Zahlen von 1 bis 20. Wir können natürlich die Zahlen von 1 bis 20 einfach durchlaufen, indem wir hier 1 bis 21 exklusive schreiben. Dann haben wir nicht so das Problem. Dann haben wir im Übrigen auch nicht das Problem, dass diese Iteration Number eine Referenz ist. Aber nur um das auch mal zu zeigen, wenn das Array noch hier ist, dann wäre diese Iteration Number wäre eine Referenz auf einen I32. Um diese Referenz wegzukriegen, schreibt man hier dieses let iteration number gleich dereferenzierte iteration number hin. Wie kann man sich dann diese Zeile sparen? Wie kann man das kürzer machen, dass man das iteration number keine Referenz mehr ist, sondern das I32 direkt? Ja? Man kann den destructoring davor benutzen und das Stern direkt vor die iteration number schreiben. Fast. Man könnte destructoring hier in einem for-Pattern benutzen. Dann muss man aber nicht Sternchen davor schreiben, sondern das Und. Das ist andersrum. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, wann man Sternchen, wann man und wann man Ref nutzen muss. Aber das lernt man mit der Zeit. So, dann kann man sich das hier sparen. Aber da wir ja eh dieses Array hier loswerden wollen, haben wir das Problem überhaupt nicht. Dann fällt hier auf, dass, also das ist ja höchst bescheuert, dass hier ein leerer if-Block ist und diese if-Bedingung hier also negiert wird, kann man natürlich einfach wegnehmen und dann alles in einen if statt in einen else-Block zu schreiben. Und selbst wenn, würde man das natürlich nicht so formatieren, sondern das schön in eine neue Zeile packen. Aber wie gesagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also machen wir das so. Wie kann man diese beiden Funktionen zusammenfassen? Diese beiden Zeilen meine ich. Ja? Man kann einfach nur ein Quicklein machen und dann einmal den ganzen String mit dem Placeholder und danach das I. Ja, also genau, wir schreiben es in eine
Anweisung, indem wir das einfach so machen. Muss das noch Printeln sein? Ja, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, sollte das richtig sein. Okay, jetzt gehen wir nur noch ausgewählt über ein paar Sachen drüber. Happy Prime ist ein ganz guter Name, oder is Happy Prime wäre noch besser. Aber solche Namen wie check if number is happy, die sind erstmal sehr lang. Und wenn man irgendwelche Funktionen hat, die ein Boolean return, dann möchte man die meistens mit einer Frage anfangen lassen. Und zwar nicht sowas, sondern eine Frage wie is happy in diesem Fall. Oder is prime. Manchmal kann man auch andere Wörter vorsetzen, wie zum Beispiel has oder irgendwie sowas in der Art. Also eine kurze Frage stellen. Also ich würde sagen, hier is happy ist ein guter Name dafür. Auch hier wieder Dokumentation mit drei Slashes. Da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail, aber euch fällt vielleicht auf, man kann eigentlich überall diese Type-Annotationen weglassen. Die wollen wir nie haben, bei den meisten. Und ich kann mich nicht zurückhalten, das schöner zu machen, weil das einfach sehr, sehr hässlich aussieht. Einige von euch haben auch schon gemerkt, dass diese Funktionen nicht ganz funktionieren. Also zum Beispiel diese Prime funktioniert für 2 nicht, denn 2 ist natürlich eine Primzahl. Aber darum ging es eben nicht. Ja, und hier auch wieder jede Menge Type-Annotationen, die man weglassen kann. Ja, ich denke, das reicht erstmal. Oder hat hier irgendjemand noch eine Frage dazu? Okay. Dann lassen wir das mal. Und gucken uns jetzt mal den Calculator an. Also da gab es 3 Teilaufgaben und die Teilaufgaben A und B, die denken wir, sollte man auch schaffen, die sollte man hinkriegen, aber die C ist dann doch deutlich schwieriger geraten, als wir uns vorgestellt hatten. Also ich habe zwar die Musterlösung programmiert, bevor ich die Aufgabe gestellt habe, habe mir dann auch schon gedacht bei der C, das könnte schwierig werden, du hast jetzt einige Zeit dafür gebraucht. Aber als meine Tutoren das dann nochmal durchgerechnet haben und auch einige Zeit dafür gebraucht haben, dann war mir klar, das war vielleicht ein bisschen sehr viel. Das Lustige ist aber, dass ich von den meisten mitbekommen habe, das Schwierige war nicht der Rust-Part, sondern der algorithmische Part. Aber darüber sprechen wir dann gleich noch. Wir fangen erstmal langsam an. Und ihr habt euch das ja alles durchgelesen, das heißt, ich werde es nicht mehr im Detail erklären. Aber der erste Schritt ist ja diese Tokenization, wo wir einen String, der reinkommt, in Tokens unterteilen wollen. Also in eine Liste von Tokens. Und hier habe ich jetzt ein Beispiel gemacht, welche Tokens es gibt. Zum Beispiel. Und hier erkennen wir schon irgendwie mehrere Arten von Token. Wie würden wir denn jetzt diese Token darstellen? Ja? Bietet sich ein Enum an, dass wir sozusagen sogar bei der Number die Daten reingeben können. Ganz genau, da bietet sich ein Enum an. Und das ist etwas, was einige von euch nicht, also bei ihrer Abgabe nicht benutzt haben, also da noch nicht ganz hintergestiegen sind, wie man am besten Enums benutzt. Und das braucht auch seine Zeit, denn Enums kennt man eigentlich nicht aus anderen Sprachen. Deswegen braucht man ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen. Aber für so einen Fall sind Enums ganz passend. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Das ist jetzt hier nicht die Musterlösung, sondern tatsächlich die Aufgabenstellung. Wir fangen mal an zu programmieren. Ich werde aber nicht alles vorprogrammieren, keine Sorge. Aber der erste Schritt ist ja jetzt, dieses Enum zu erstellen, diesen Typen für den Token. Das heißt, wir haben uns auf ein Enum geeinigt, weil dieser Token unterschiedliche Arten annehmen kann, unterschiedliche Möglichkeiten hat. Das nennen wir Token. Und das haben wir jetzt für Möglichkeiten. Also, ich habe da am Anfang schon mal ein paar Beispiele hingeschrieben. Das heißt, da können wir ein paar Arten von Token schon erkennen. Einmal Plus und Minus können wir haben als Tokens. Und dann die geöffnete und schließende Klammer. Das nennen wir dann einfach mal Plus, Minus und Open Paren. Das ist eine Abkürzung für Parenthesis und so. Das ist, wird oft genutzt zumindest, weil wir alle faul sind. Und eins fehlt da jetzt noch, nämlich diese Number, das wurde gerade schon gesagt. Da kann jetzt irgendeine Number reinkommen. Ich meine, wir könnten jetzt sagen irgendwie 0, 1, 2 und so weiter. Aber das will natürlich niemand machen. Wir wissen, dass wir in Rust Daten an Enums hängen können, an einzelne Variants dieser Enums. Deswegen sagen wir einfach hier Number und tun da jetzt irgendeinen Zahlentyp rein. Wir wissen, dass wir nur positive Zahlen einlesen wollen, also würden wir hier am besten ein U64 rein tun. Aber später bei der Rechnung können natürlich auch negative Zahlen entstehen. Deswegen ist es auch genauso gut, hier ein I64 rein zu tun. Das ist in Ordnung.
beides. Also 32 wäre auch vielleicht noch in Ordnung, aber wir wollen eigentlich immer möglichst viel nehmen, solange wir keinen guten Grund haben, hier auf Speicherplatz verzichten, also unseren Speicherplatzverbrauch ein bisschen einzuschränken. Und das haben wir eigentlich nie. Also erstmal immer das Größte nehmen, was einfach zu benutzen ist. So, und dann sollte man diese Funktion tokenize schreiben. Und die ist bei einigen von euch auch recht lang geworden. Und da braucht man auch wieder so ein bisschen Verständnis, was man mit der Zeit bekommt, um zu verstehen, dass man das eigentlich halbwegs kurz schreiben kann. Ich werde zumindest mal die Mindestanforderungen hier abtippen. Wir bekommen erstmal was rein? Was wollen wir haben? Ja? Ein String. Ein String, genau. Aber welchen Datentyp wollen wir jetzt? Also genau, wir wollen einen String haben, aber in welchem Datentyp? Ein großgeschriebener String. Hat jemand andere Vorschläge? Ja? Ein String Slice. Ein String Slice, genau. Warum? Ja, gut. Man kann natürlich sagen, es macht uns das Leben als Programmierer einfacher, aber wir können es noch ein bisschen anders begründen. Was wollen wir in dieser Funktion machen? Wir wollen diesen String nur lesen. Wir wollen ihn nicht verändern. Also eine immutable borrow reicht auf jeden Fall aus. Und jetzt haben wir gelernt, wir machen sowas nicht, sondern wenn wir eine immutable borrow auf einen String haben möchten, dann nehmen wir den kleingeschriebenen String. Und ja, wir benennen ihn natürlich noch. Also das wollen wir haben. Wir können es auch Input nennen, ist vielleicht gerade angebrachter. Und zurückgegeben werden soll ja ein Vektor von Tokens, also einfach eine Token-Liste. Wir werden das gleich noch verändern, wie wahrscheinlich die meisten von euch gemerkt haben. Und wie ich jetzt einfach anfangen würde, ist, ich erstelle mir einen Vektor, einen leeren, den ich output, den mache ich mutable, denn ich will da ja nachher so Sachen reinpushen. Und jetzt gehe ich Buchstabe für Buchstabe über diesen String rüber und entscheide immer, was ich mit jedem Buchstaben machen möchte. Also ich gehe in jedem Buchstaben, also mit dieser Chars, das haben wir jetzt schon öfters benutzt, diese Characters-Iterator-Methode. Jetzt gehe ich über jeden Character drüber und wie kann ich jetzt am besten aufgrund des Characters irgendwas entscheiden? Also ich habe nur erstmal noch eine generelle Frage. Okay. Ja, klar. Genau. Werden wir sofort machen. Also das wird sich noch ändern. Was du sagst, ist richtig. Werden wir gleich ändern. Okay, wie können wir jetzt in der Schleife am besten aufgrund von diesem Charakter Cs irgendwie was entscheiden? Ja? Da bietet sich ein Match an, genau. Machen wir Match C und gut, jetzt müssen wir ein paar Sachen abtippen, zum Beispiel. Ich mache mal in der richtigen Reihenfolge. Ich schreibe jetzt erstmal nur okay, nein, ich mache es so, wie viele von euch das gemacht haben. Was dann anscheinend ja nicht optimal ist. Ich tippe das mal kurz runter. Schon eine Meldung dazu, ja? Ja, ich habe eigentlich auch eine Frage, also warum kann man das auch einfach machen, indem man von den Characters die Methoden benutzt, die schon aktiv haben, dass also man kann fragen, ob zum Beispiel Whitespace ist, ich glaube nicht, ob es numeric ist. Und ich glaube, die Plus, Plus, Minus und die Klammern, das sind doch eigentlich alles Controls, oder? Von den Characters her, oder? Controls? Oder verschiedene Charaktertypen, auf denen Rust testen kann. Ja. Da war ich mir nämlich selber nicht sicher, aber es hat auf jeden Fall jetzt, so wie ich es getestet habe, bei mir zu Hause funktioniert. Also ich hätte es jetzt zum Beispiel mit F1 gemacht und da könnte man ja theoretisch einfach nur gucken, ob es ein Whitespace ist. Ich habe auch ein bisschen anderen Token, muss man sagen. Mhm. Aber ich habe nur getestet, ob es ein Whitespace ist oder ob es, wenn es alphabetisch ist, kann man einen Error werfen. Und alles andere ist dann ja theoretisch in dem Bereich von Zeichen, die wir auch verwerten wollen.
Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Definition von diesen Unicode-Klassen, oder müsste man schon viele Klassen abfragen. Hier ist es, weil wir so wenig Zeichen haben, eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, wirklich die Zeichen explizit abzufragen, die wir haben wollen. Und diese sind eben auch printbare Zeichen, das heißt, es sind keine irgendwelche Control-Sequenzen oder sonst was, das sind ganz normale printbare Zeichen. Und noch zum if-else und so weiter. Sobald man irgendwie drei Blöcke hat, also if, if-else und else, da kann man sich schon gut überlegen, ob man nicht ein Match haben möchte. Ja. Denn auch im Match kann man ja arbiträre Bedingungen abfragen. Ja. Wie geht das nochmal? Wenn ich jetzt ich will jetzt einen Arm haben, der, okay, vielleicht wissen es nicht alle von euch, weil es nicht alle gesehen haben, aber wenn ich so einen Character habe, dann kann ich darauf aufrufen, ist Whitespace. Und das sagt mir jetzt, ob dieser Character ein Whitespace-Character nach dem Unicode-Standard ist. Da gibt es jede Menge Whitespace-Characters. Ich möchte jetzt hier in einem Match einen Arm haben, wo ich reingehe, wenn eben diese Bedingung erfüllt ist. Ja? Wir können diese Pattern-Guards benutzen, mit jetzt sozusagen eine Match-Pattern. Genau, Match-Guards heißen die aber tatsächlich. Dazu mit mir diktieren, oder? Beispielsweise Number, Oder Number ist Whitespace jetzt. Also. Genau. Und dann hätten wir hier jetzt diesen Match-Arm, den man genau nehmen würde, wenn das ein Whitespace-Character ist. Was machen wir da? Also irgendwie nichts wahrscheinlich. Was fehlt denn jetzt noch? Ja. Frage, ja. Was ist das Number? Ist das jetzt einfach nur der Name? Diesen Charakter, den wir hier in das Match reinstopfen, der wird jetzt an diesen Namen Number gebunden. In diesem Fall kann man natürlich auf dieses C auch noch so zugreifen, denn C ist ein Copy-Typ. Okay, wieder erstmal anders denken. Wenn C jetzt ein String wäre, also kein Copy-Typ, dann würden wir die Ownership von diesem String in das Match reingeben. Und dann könnten wir das außerhalb des Matches nicht mehr verwenden, weil es im Match drin ist. Und dann müssten wir das hier an einen Namen binden, um wieder die Ownership an uns zu reißen. Da es jetzt aber ein Copy-Typ ist, können wir auch hier das Namens-Binding weglassen und hier einfach weiter ein C benutzen. Aber gut, also es geht irgendwie beides. Ich mach mal beides hier hin. Das klar ist so. Aber dann machen wir auf jeden Fall nichts, wenn es ein Whitespace-Character ist. Wir wollen keinen Token pushen, wir wollen ihn einfach ignorieren. Und jetzt? Jetzt fehlt nur noch die Number, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt müssen wir mal uns überlegen, wie. Noch eine Frage? Okay. Oder gerne? Und zwar gibt es ja auch dieses isDigit und isNumeric oder so, dass man dann halt dasselbe macht, also auch mit so einem Pattern. Und dann ein Token zurückgibt toDigit oder sowas von den Kindern. Genau, richtig. Ich hatte euch auf diese Dokumentation von Character verlinkt und da gab es ein paar interessante Methoden. Wir können das jetzt hier genauso machen. Warum nennen wir das eigentlich Number? Also Number macht hier gerade überhaupt keinen Sinn. Ja, also dieser Name macht einfach keinen Sinn, aber richtig ist klar, das geht beides. So, und jetzt aber zu dem anderen, das nennen wir Digit. Oder nennen wir es auch C, ist vielleicht besser. Und dann wolltest du sagen, wenn das Digit ist. Da übergibt man jetzt die Base von der Zahl, die man testen möchte. Also wenn wir 10 übergeben, dann können wir Dezimalziffern abfragen. Und ja, genau, so würde das jetzt auch funktionieren. Im Übrigen ginge aber auch, wenn man das so schreibt. Wir haben noch diese Ranges. Das ginge auch. Also ich meine, wenn ihr dann später mal einfach die Basis verändern wollt, dann ist das vielleicht besser mit diesem isDigit. Aber so ginge das auch, theoretisch. Egal, was man jetzt davon benutzt, in diesem Block möchte man das natürlich irgendwie umwandeln in ein, was haben wir jetzt genutzt, ein i64. Und da gibt es diese Funktion toDigit. Oder? toDigit, kann das sein? Die auch diese Basis übernimmt. Und was returnt die? Ja? Ganz genau. Das ist ein perfekter Fall, wo man Unwrap aufrufen kann, denn wenn dieses Unwrap hier fehlschlägt, dann ist das ein Programmierfehler. Das wäre nichts, womit wir umgehen könnten. Wenn wir hier schon fragen, ob das eine Digit ist und
der hier unten uns trotzdem um die Ohren fliegt, dann ist das irgendwie ein Programmierfehler von uns. Also das ist ein richtiger Fall, wo man unwrappen kann. Dann merkt man noch, dass dann U32 zurückkommt. Wenn man das nicht benutzt hat, muss man das irgendwie noch casten. Aber das ist nicht so ganz tragisch. Und jetzt nennen wir das einfach mal N. Und dann sagen wir noch Output Push Token Number N. Wie ist das? Ist das klar? Soweit? Okay, dann wird der Compiler jetzt gleich sagen, okay, dieses Match checkt noch nicht alle möglichen Fälle, weil Characters können, gibt es viele Fälle. Anmerkung dazu, oder? Kann man doch einfach einen Unterstrich machen und dann die Error wieder geben, wenn da... Ganz genau, richtig. Und jetzt wollen wir irgendwie einen Error zurückgeben. Und jetzt haben wir schon gemerkt, wir merken jetzt gerade, in unserer Funktion kann ein Fehler auftreten. Möchten wir paniken? Nee. Eigentlich erwarten wir, dass dieser Fehler von Zeit zu Zeit auftritt. Also müssen wir den irgendwie besser behandeln. Wollen wir den direkt in der Funktion behandeln? Nee. Also wir wollen ja nicht hier vom Nutzer nochmal einlesen und sagen, ey Nutzer, du hast was falsch gemacht. Das ist, die Funktion ist schon, also die wird zwar gerade direkt aus der Main aufgerufen, aber diese Funktion ist zu tief. Hier wollen wir keine Nutzerinteraktion haben. Also können wir auch den Fehler nicht direkt behandeln. Wir könnten natürlich einfach alle Zeichen ignorieren, die uns nicht passen, aber das ist wieder eine schlechte Taktik, einfach Fehler zu ignorieren. Also die dritte Möglichkeit, die uns bleibt, ist, dass wir den Fehler weiter nach oben geben. Und dazu müssen wir diesen Return-Type verändern. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Also packen wir das in ein Result rein. Und hier kommt dann noch ein zweiter Parameter hin und jetzt müssen wir uns überlegen, welchen Fehlertypen nutzen wir dann am besten? Was habt ihr so benutzt und was hattet ihr so für Ideen? Ja, ja, mir war es eigentlich ziemlich egal, ob sie da irgendwas nehmen, was nicht so viel, was nicht so anstrengend ist als Datentyp. Deswegen habe ich eigentlich, glaube ich, irgendwie U8 benutzt oder so. Oder, okay. Dann habe ich halt noch eine zweite Funktion geschrieben, Check Tokenization. Und die hat quasi dann darauf gecheckt, ob es halt ein gültiger Token-Vektor war oder irgendein anderer Error zurückgekommen ist. Okay. Und wenn der zurückgekommen ist, dann hat der Nutzer sofort gesehen, okay, der hat jetzt irgendwas falsch eingegeben und ist wieder in den Loop zurückgekommen, wo er was Neues eingeben soll. Okay, ja, also du hast einen kleinen Integer genommen und dieser Integer ist dann irgendwie 1, wenn ein Fehler ist, ja, und 0. Genau. Okay, andere Ideen? Ja. Ich sehe gar nicht den Sinn dahinter, warum man überhaupt dann einen Result-Typ nimmt und nicht einfach eine Option. Weil wenn man einfach nur 0 oder 1 zurückgibt, dann, also wir haben ja jetzt hier keine wirklichen Fehlertypen, sondern wir haben einfach nur, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert, dann kann man doch einfach eine Option nehmen. Richtig, okay, das ist noch eine zweite Möglichkeit. Wir sagen, es gibt nur einen Fehlertypen. Das ist richtig, dann könnte man Option nehmen. Allerdings, wenn man ganz genau überlegt, kann es zwei Fehlertypen geben. Wir benutzen hier gerade ein I64 und wenn wir später dieses Parsing von Nummern mit mehreren Ziffern haben, kann das auch overflowen. Die Nummer, die der Nutzer eingibt, kann zu groß für I64 sein. Ist natürlich ein sehr besonderer Fehler gerade, aber das könnte ein Fehler sein. Okay, also die Möglichkeit ist hier, wenn wir sagen, wir haben nur eine Fehlerquelle, geben wir ein Option zurück. Ist gültig, würden wir akzeptieren. Wolltest du noch was sagen? Ja? Also ich habe einen Character genommen und dann halt von der Main aus zu sagen, wenn der Benutzer jetzt halt Peter eingegeben hat oder so, dann wurde halt gesagt, dass P eine ungültige Eingabe ist. Okay, und im Character ist dann was gespeichert? In dem Character dann halt die falsche Eingabe, um dem Benutzer dann direkt zu sagen, was er denn falsch gemacht hat. Okay, genau. Das ist jetzt noch eine andere Begründung. Wir wollen dem Nutzer noch mehr sagen, als es hat nur nicht geklappt. Wir können ihm zum Beispiel sagen, welcher Charakter ist dann jetzt der illegale Charakter. Also es gibt hier sehr viele Möglichkeiten. Und jetzt diesen Charakter kann man sich wieder überlegen, möchte ich jetzt, also ich könnte den in diesem Fall sofort hier reinschreiben, wenn ich sage, es gibt nur diesen einen Fehler, dass der Charakter, dass ein ungültiger Charakter da drin ist. Wenn ich allerdings sage, ich könnte auch einen Overflow bekommen und ich möchte das auch behandeln, würde man sich am besten ein Lexing-Error oder sowas anlegen, wieder in enum, und da sagt man legal character und der enthält dann diesen illegal character, der eingegeben wurde, oder man sagt irgendwie overflow. Und dann würde man hier diesen Lexing-Error zurückgeben. Einige von euch haben auch den Lexing- und Parsing-Error kombiniert in einen enum, dass ihr nur einen Fehlertypen hattet, das ist auch in Ordnung. Wir werden jetzt hier gerade einmal den Weg gehen, der gerade schon vorgeschlagen wurde, und wir geben nur einen Charakter zurück, weil wir Overflow und sowas nicht behandeln wollen.
So, was machen wir dann hier? Also im anderen Fehler-Case, da sagen wir dann Return Error und da übergeben wir den Charakter C. Das ist also ein Early Return. Und im OK-Fall, also wenn diese Schleife durchgelaufen ist und dieser Vektor gefüllt wurde nacheinander, nach und nach, geben wir ein OK zurück. Und da drin ist unser Output-Vektor drin. Macht das erstmal Sinn? Okay. Dann werde ich mal mit dem Live-Coding aufhören. Ihr seht hier noch die ganzen Output-Push-Sachen, die könnte man noch rausholen. Ach, das mache ich noch eben kurz. Man will ja sich vielleicht sagen, einfach let Token gleich Match, bla 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 bla, und dann sagt man später einfach nur Output Push Token. Dann können wir uns diese Sachen hier sparen. Was haben wir jetzt für ein Problem? Ich mache mal ein bisschen kleiner. Erkennt ihr gerade, was für ein Problem wir haben werden? Ja? Wir haben Mismatch Types, weil ja nicht immer einen Token matcht. Also Plus und Minus und die Klammern, die matchen ja auch einen Token. Aber zum Beispiel C ist Whitespace, matcht nicht auf einen Token. Und du meinst, glaube ich, nicht auf etwas matchen, sondern du meinst einfach, dass dieser Match-Arm etwas zurückgibt, oder? Ja, genau. Genau, wenn man sagt, man matcht auf etwas, wir matchen ihn nur auf den Charakter. Aber ihr redet gerne weiter? Ja, das oder? Achso, okay. Ja, also die geben unterschiedliche Dinge zurück. Also die beiden Sachen, die uns auffallen, die unterschiedliche Dinge zurückgeben, sind die beiden hier. Wenn es Whitespace ist und wenn Error ist. Was geben diese Match-Arme denn zurück für einen Typen? Preisfrage. Erstmal das mit Whitespace. Ja? Void. Whitespace ist Void, genau, da wird Void zurückgegeben. Und was gibt dieser letzte Default-Arm zurück? Auch? Nein? Erinnert sich noch irgendjemand? Es war dieser, ja, Bottom, genau, so hieß der. So, das Bottom ist kein Problem, denn kann man sagen, das ist ja kein Problem, wir haben ja typtheoretisch bewiesen auf sehr komische Art und Weise, dass das in Ordnung ist, aber wir können uns auch einfach überlegen, wenn der hier schon returnt, dann wird er niemals da aus dem Match rauskommen, das heißt, das ist auch in Ordnung. Aber dieses ist Whitespace, müssen wir noch handeln. Hat jemand eine Idee dafür? Ja? Wir wollen ja einfach im nächsten Schleifendurchlauf weitermachen, das heißt, wir schreiben Continue hin und der gibt auch Bottom zurück. Ganz genau. Das heißt auch das klar. Wenn wir da Continue hinschreiben, auch Continue ist eine Expression, die Bottom zurückgibt. Aber auch hier können wir uns einfach nur logisch überlegen, der kommt nicht aus diesem Match raus, das heißt, es ist in Ordnung. Und so wäre dann auch der Type-Checker zufrieden. So, jetzt hören wir aber auf mit dem Live-Coding, auch wenn es mir viel Spaß macht. Wir gucken uns jetzt einmal die Lösung an und gehen da schnell drüber, halbwegs schnell. Eigentlich haben wir das mit dem Lexing komplett abgearbeitet, wenn ich mich nicht vertue. Ach genau, und dann gab es noch diese Sache, wie man jetzt mehrere längere Zahlen lext. Da habe ich mir einfach so einen String angelegt, der immer am Anfang geprüft wird, ob der leer ist und dann geprüft wird, ob wir da gerade noch was drauf pushen mussten und sonst was. Ist ein bisschen fummeliger als das, was wir gerade programmiert haben. Könnt ihr euch noch in Ruhe angucken. Und das haben auch einige von euch geschafft, also ich denke mal, das war nicht so unglaublich schwierig. Dann in der Aufgabe B solltet ihr erstmal die Datenstrukturen anlegen, um später diesen Syntaxbaum oder diesen Parse-Tree, ich weiß gar nicht, wie ich den genannt hatte, darzustellen. Da, wo die eigentliche Rechnung drin gespeichert ist. Und da solltet ihr erstmal anfangen, damit einen Typen zu definieren, der eine Operation darstellt. Und das ist dieser OP-Typ, der kann eben addieren und subtrahieren. Mir fällt gerade auf, dass noch eine etwas alte Version. Ihr habt, glaube ich, nur zwei Werte da. Irgendwie sowas in der Art. Und dann muss man einfach auf self matchen, um zu gucken, welche Operation man eigentlich gerade ist. Und wenn man irgendwie op add ist, dann ist das first plus second. Und wenn das subtract ist, dann ist es first minus second. Das war eigentlich die Funktion dazu. Ich hoffe, dazu gab es keine Fragen. Und dann gab es einen etwas komplizierteren Parse-Tree. Ich hatte das Parse-Tree genannt, oder?
Ja, okay. Ein paar Nicken. Den könnte man ziemlich direkt von diesem Code, den ich in der Vorlesung vorprogrammiert habe, abprogrammieren. Und zwar hat man zwei Möglichkeiten. Entweder hat man ein Blatt an diesem Baum, das ist dann eine Zahl direkt, die nicht noch ausgerechnet werden muss, sondern schon direkt eine Zahl. Das habe ich hierdurch dargestellt. Oder ich habe einen inneren Knoten, der eine Operation darstellt. Ein innerer Knoten hat noch Kinder, die irgendwie noch verwurstelt werden müssen, also nicht direkt eine Zahl. Und dazu haben wir jetzt einen Operationstypen, also entweder Add oder Subtract. Und dann haben wir diese ganzen Kinder, wo wir einfach erstmal den Vektor nehmen, auch wenn wir nur zwei Kinder brauchen. So, dann springen wir mal kurz zu Evaluate. Ich hoffe, dass das auch noch gerade so alle hinbekommen haben irgendwie. Auch hier müssen wir erstmal auf Self matchen. Denn, ja, also irgendwie, wenn wir ein Leaf sind, dann wollen wir einfach nur den Wert zurückgeben, denn wir haben uns ja schon fertig evaluated. Der Wert steht ja schon in uns drin. Wenn es aber eine Operation ist, dann müssen wir das erstmal ausrechnen. Und auch hier, lass mich kurz diesen Code loswerden. Ich habe es noch ein bisschen komplizierter gemacht am Anfang. Da habt ihr auch meist nur Operation, Apply und dann Children an der Stelle 0 und Children an der Stelle 1 genommen. Und das reicht dann auch schon. Das war dann die ganze Evaluate-Funktion. Oder? Ja, richtig. Sorry? Genau. Hier muss ich noch, also dieses, ich habe es gerade übersehen, diese Children, wenn wir uns die nochmal angucken, ups, die sind jetzt auch vom Typ Expression, was, also das ist so eine rekursive Datenstruktur. Die müssen wir natürlich auch vorher auswerten, sonst können wir damit nichts machen. Also müssen wir hier noch Evaluate aufrufen an den beiden Kindern. Soweit klar? Okay, ja? Jein, es ist schon schlecht. Also wir wollen es so nicht machen. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wenn ganz viele, die insbesondere nur Java programmiert haben, noch das Denken drin haben. Es ist schwierig, sich auf Enums umzustellen. Keine Frage. Aber zum Beispiel, wenn du ein Struct hättest, würdest du ja auf jeden Fall irgendwo, wenn wir uns das mal hier überlegen wollen, würden wir auf jeden Fall irgendwo auch eine irgendwie Operation OP speichern. Und dieser Datenwert ist ja überhaupt nicht sinnvoll, wenn wir nicht, wenn wir schon ein Blatt gerade sind. Also es macht dann so oder so keinen Sinn. Also wir möchten ja schon ein Enum haben. Dafür eignet sich das sehr gut. Dann fehlt jetzt nur noch, soweit ich mich erinnern kann, diese Parse-Funktion, die C. Ich glaube, das war so wirklich das Schwierigste und daran habe ich auch ein bisschen geknabbert, bis ich das halbwegs ordentlich hingeschrieben habe. Erstmal, wir bekommen eine Slice von Token. Wir brauchen nicht den Vektor, wir wollen nur lesen diese Token. Das heißt, wir bekommen eine Slice. Und zurück kommt ein Result mit Self, weil wir ja uns selber, also den Baum zurückgeben, und ein Parse-Error. Da beim Parsen jetzt noch mehrere unterschiedliche Fehler auftreten können, habe ich mir dafür ein Enum wieder erstellt, ein Parse-Error-Enum. Und da sind jetzt unterschiedliche Möglichkeiten drin, zum Beispiel der Eingabestring war komplett leer, das ist falsch. Oder ich habe einen Token gerade nicht erwartet und da habe ich mir wieder den Token zugespeichert, den ich da nicht erwartet habe. Und ein paar andere Fehler noch. Und dann fange ich damit an, in dieser Parse-Funktion mir erstmal zwei Helfer-Funktionen zu definieren. Das ist einmal findClosingParent, die durchsucht einen Token-Slice nach der schließenden Klammer. Und man fängt an mit einem Start-Offset. Also der geht einfach nur durch und guckt, ob der eine schließende Klammer findet, die passende schließende Klammer. Dadurch muss man sich so eine Tiefenvariable vorhalten, weil wenn sich noch eine Klammer öffnet, muss man natürlich, ist man eins weiter in der Tiefe und muss jetzt eine weitere schließende Klammer finden, um wieder die passende zu finden. Das könnt ihr euch nochmal im Detail zu Hause angucken. Und das überspringe ich gerade kurz. Dann am Anfang gucke ich nur, ob das leer ist. Und dann muss ich da, also dann muss man einfach ein bisschen Code schreiben im Moment, um zu gucken, ob das überhaupt gültig ist. Und da gibt es diese Funktion parseOperand, der ich auch nur übergeben kann, hier sind die Tokens und hier ist das Offset zu den Tokens. Versuch mal bitte da ein
ein Operand rauszuparsen. Also ich habe das in mehrere Teile unterteilt, diese Grammatik. Ich habe euch ja auch die Grammatik aufgeschrieben und da macht man am besten pro Non-Terminal eine Funktion oder sonst was in der Art. Ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Das unterschätzt man immer, wenn man denkt, ich kann irgendwas parsen, dann unterschätzt man immer, was man da eigentlich schreiben muss. Wer von euch hat Informatik D oder zumindest Computational Linguistic gehört? Oh, okay. Wer hat nur Info D gehört? Immerhin ein paar. Sehr schön. Ihr kennt ja wahrscheinlich dann alle auch solche Begriffe wie reguläre Grammatiken oder Sprachen und kontextsensitive oder solche Begriffe, unterschiedliche Kategorien von Grammatiken. Und was lustig ist, ist, dass man denkt, ach, da bekommen wir jetzt irgendwie so eine große O-Notation raus, aber die sagt uns jetzt nicht wirklich was über die echte Welt. Das Problem ist, warum dieses Lexing so einfach ist und das Parsing so schwierig. Das Lexing ist eine reguläre Sprache. Beim Lexing muss man einfach nur einmal von vorne nach hinten durchgehen, das ist eine reguläre Sprache. Das könnte man auch mit einem Regex, wir haben ja in InfoD schön bewiesen, dass alles gleichwertig ist, könnte man auch komplett mit einem Regex parsen, lexen. Und dieses Parsing ist meist eine andere, höhere Kategorie, irgendwie eine deterministisch-kontextfreie Sprache. So sind zumindest die meisten Programmiersprachen. Wir entfernen uns gerade ein bisschen von Rust, aber wer hat eine Idee, wie man ganz einfach beweisen kann, dass unsere Grammatik, die wir hier parsen wollen, nicht regulär ist? Ja? Es gibt Rekursion. Es gibt Rekursion, ja. Warum gibt es diese Rekursion? Wegen den Klammern. Wegen den Klammern, genau. Wir können in einer regulären Sprache keine passenden Klammern zueinander finden. Also wir können nicht beliebig tief genestete Klammerausdrücke in regulären Sprachen haben. Okay, aber kommen wir zurück. Deswegen ist das auf jeden Fall schwierig. Ihr könnt euch jetzt vielleicht vorstellen, wie schwierig das ist, einen Compiler zu schreiben. Der Rust, Parser und Lexer wurden auch komplett handgeschrieben. Es gibt da Tools für ganz viele, die nennen sich Parser oder Compiler-Generatoren oder Compiler-Compiler. Aber sowas nutzt man, also kann man oft nutzen, aber nicht immer. Das nun mal so als Information nebenher. Ich denke, diesen Parse-Code, wenn ihr euch den angucken wollt, ist das am besten zu Hause. Den wird man jetzt so auf die Schnelle auch nicht verstehen. Gibt es noch Fragen zur Aufgabe? Okay. Also keine Sorge, wenn ihr diesen Parser nicht richtig habt oder nicht so komplett, dann ist das nicht so schlimm. Aber die ersten beiden, da würden wir schon erwarten, dass ihr die irgendwie hinbekommen habt. Und dann könnt ihr euch auch selber einschätzen, wenn ihr damit jetzt sehr große Probleme hattet mit A und B, dann müsst ihr nochmal, also dann wisst ihr, dass ihr noch ein bisschen hinterherhängt oder noch ein bisschen aufarbeiten müsst. Okay, wir werden uns dann heute oder auch am Mittwoch mit dem Thema Modulen in Rust beschäftigen und wie wir ein bisschen unser Projekt besser strukturieren können. Ich denke, gerade bei Pokémon haben wir gemerkt, dass die Datei doch recht schnell sehr groß geworden ist. Wir wollen nicht immer alles in eine Datei schreiben, das ist keine gute Idee. Deswegen werden wir diese drei Begriffe so langsam in dieser Woche kennenlernen. Wir starten mal mit zwei Begriffen, und zwar einmal mit dem Begriff Crate. Eine Crate in Rust ist eine sogenannte Compilation Unit. Das heißt, das ist ein Teil, was der Compiler auf einmal verarbeitet, in einem Rutsch. In C++, oder fangen wir mal mit C++ an, in C++ ist das so, dass eine CPP-Datei eine Compilation Unit ist. Und jede CPP-Datei wird zu einer .o-Datei, zu einer Object-File. In Java ist es ähnlich, da haben wir die .java-Dateien und da ist auch jede Java-Datei eine Compilation Unit und daraus kommt eine .class-Datei. Das ist also ein Hubs, der Compiler macht. Und in Rust ist das eine ganze Crate. Das ist einfach den Hubs, den der Compiler mit einmal auffrisst. Und so eine Crate besteht in Rust aus einem Modulbaum. Da werden wir gleich noch Beispiele sehen. Das ist erstmal, worauf diese Crate besteht. Und es gibt für uns erstmal relevant zwei Typen von Crates. Und zwar die Binary Crates, das sind die, die wir später ausführen können, die zu einer .exe-Datei unter Windows, also zu einer ausführbaren Datei kompilieren. Und es gibt die Library Crates, die zu einem .rlib kompilieren. Das sind also Libraries, die man Freunden schicken kann, damit die Funktionalität nutzen können, die wir schon mal geschrieben haben. Das sind so die hauptsächlichen Crates, die für uns interessant sind. Und oft könnt ihr euch merken, ist das so, dass man eine Crate pro Projekt hat. Also wenn ihr irgendwie ein etwas kleineres Spiel schreibt oder irgendwie ein anderes Projekt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich eine Crate haben.
Später, wenn man sehr, sehr große Projekte hat, macht das Sinn, das aufzuteilen auf mehrere Crates, aber wir werden eigentlich die ganze Zeit nur mit einer Crate arbeiten. Ihr werdet euch immer in einer Crate befinden, also mit einem Modulbaum zu tun haben. Was ist jetzt ein Modul? Modul in Rust ist sogenannt ungefähr ein Namensbereich für sämtliche Symbole, also für Funktionen, für Typen und ähnliches. Und dieser Modulbaum hat jetzt den Vorteil, dass der über mehrere Dateien aufgeteilt werden kann. Also endlich irgendwas, wo wir die Dateien splitten können. Alles, was ihr bisher gemacht habt, war in einem Modul, im sogenannten Wurzelmodul des Baums. Deswegen habt ihr bis jetzt noch überhaupt nichts davon mitbekommen. Ihr wart immer in einem Modul und hattet noch nichts mit Modulen zu tun, so wirklich. Gucken wir uns jetzt mal, wie wir Module anlegen. Wir werden jetzt erstmal eintauchen, wie wir diesen Modulbaum erstellen können. Wir bleiben ja in einer Crate, also müssen wir unseren Modulbaum designen. Also, wir haben schon mal eine Datei, irgendeine, und damit haben wir auch automatisch ein Wurzelmodul in unserem Baum. Wenn wir in unsere Datei jetzt eine Funktion reinschreiben, wie zum Beispiel main, dann ist diese Funktion eben in diesem Wurzelmodul definiert. Wenn wir jetzt ein neues Modul anlegen wollen, machen wir das jetzt mit diesem Keyword mod. Danach kommt der Name und dann geschweifte Klammern und da drin fängt das neue Modul an. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Modul erschaffen, das heißt foo. Und jetzt können wir da Dinge reinschreiben, wie zum Beispiel auch Funktionen, die ich dann auch in den Baum einzeichne. Die sind also in dem Modul definiert. Wir können das weitermachen. Wir können uns ein Animal-Modul erstellen. Und da können wir uns jetzt andere Sachen anlegen, zum Beispiel auch einen Typen in diesem Fall. Und dieser Typ ist jetzt auch wieder in dem Modul definiert. Wir können natürlich auch noch Untermodule haben. Wir können da beliebig tief gehen. Ich habe das jetzt mal in eine Zeile gequetscht. Wir haben jetzt noch ein Modul cat. Und da drin ist die Funktion miau definiert. Und dasselbe haben wir nochmal mit dog und wuff. So könnten wir uns erstmal diesen Modulbaum aufbauen. Jetzt haben wir schon diesen Modulbaum. Als nächstes fragt man sich, wie kann ich denn da die Sachen aus den unterschiedlichen Modulen aufrufen. Wir gucken jetzt mal in die Main rein. Also wir tun jetzt mal so, als wenn wir in der Main gerade was programmieren würden. Da oben ist nochmal der Modulbaum. Diesmal ohne die Definition, aber immerhin die Module. Und es ist die Frage, wie wir die Funktion buts aufrufen können aus der Main. Hat irgendjemand schon eine Idee? Ja? Genau, richtig. Das sieht so aus. Wir sagen Modulnamen, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann den Funktionsnamen. Also wir geben einen ganzen Pfad an. Jedes Symbol, was wir irgendwie haben, hat einen ganzen Pfad und den geben wir an, indem wir da Doppelpunkt als Separatoren hinschreiben. Wenn wir jetzt Wuff aufrufen wollen, ist entsprechend der richtige Aufruf Animal, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Dog, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Wuff. Und dann können wir auch noch Pet benutzen, also einfach einen Typen, das geht genauso. Dann müssen wir auch einmal den Pfad vorstellen. Wichtig ist, dass jedes Symbol einen vollständigen, kompletten Pfad hat, also jedes Symbol ist durch einen Pfad exakt ansprechbar. Und wir können uns hier immer die Analogie vorstellen, als wenn wir im Unix-Dateisystem, also wie zum Beispiel unter Linux sind, und auch Pfade definieren wollen. Hier haben wir dann Doppelpunkt, Doppelpunkt statt diesem Slash in den Unix-Pfaden. Jetzt gucken wir aber mal eine andere Funktion. Das wäre jetzt noch zu einfach. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir in dieser Miau-Funktion wären, da unten. Was ist jetzt? Ups. Ach nee, ich dachte schon, ich hätte was verraten. Das führt nämlich jetzt zum Fehler. Und jetzt ist die Frage, wie fixen wir das? Und nochmals Hinweis. Achso, wir merken uns erstmal, die Pfade sind relativ, also die beziehen sich immer auf das jetzige Modul. Und jetzt könnt ihr mit diesem Hinweis vielleicht schon euch denken, wie wir das fixen können. Wir vergleichen das mit Unix-Pfaden und wir haben einfach nur Doppelpunkt, Doppelpunkt, statt Slash. Wie könnten wir jetzt wohl diese Funktion ansprechen? Hat jemand eine Idee? Ja? Wir müssen ja erstmal zurückgehen zu der Nutzung. Okay. Und dann halt irgendwie auch das Problem. Dieses Zurückgehen, das werden wir gleich sehen, aber es gibt noch was Besseres. Wie kann man dann in Unix von der Wurzel direkt ausgehen und sagen, ich möchte diesen Pfad jetzt von der Wurzel angeben? Zum Beispiel, wenn ihr CD und einen Pfad eingibt, ist das ja auch immer relativ zum jetzigen Verzeichnis. Was ist, wenn ihr
den Pfad, den ihr bei CD angebt, absolut vom Wurzelverzeichnis angeben wollt. Ja? Führendes Slash. Führendes Slash in Unix. Und wir haben auch ein führendes Slash in Rust. Nein, wir haben natürlich ein führendes Doppelpunkt, Doppelpunkt, aber man kann es eben auch ganz an den Anfang schreiben. Um zu sagen, ich möchte vom Wurzelmodul ausgehen. Und dann kann man die ganzen Pfade auch so definieren, wenn man möchte. Man kann allerdings auch Super benutzen. Die Super hier, das entspricht dem Punkt, Punkt in Unix-Pfaden. Das heißt, man kann einfach mit Super das Modul über ihm ansprechen. Und so könnten wir zum Beispiel WUF aufrufen. Weil wir sind ja jetzt gerade im CAD-Modul. Wir sagen Super und sind im Animal-Modul. Und dann sagen wir wieder Dog, um wieder abzusteigen. Und dann können wir WUF aufrufen. Und es gibt auch noch Self, das steht für den Punkt im Unix-Dateisystem. Ist jetzt noch nicht ganz klar, warum das zu gebrauchen ist. Wichtig ist, dass man Super und Self bei diesem Pfad nur in den Anfang schreiben kann. Bei Unix kann man ja wirklich beliebig irgendwie was sagen, kann ja immer wieder raus aus einem Verzeichnis gehen. Kann ja sagen Fu, Punkt, Punkt, Fu, Punkt, Punkt und so weiter. Irgendwie, solange man halt lustig ist. Das geht in Rust nicht. Das macht ja auch nicht so unbedingt viel Sinn. Aber in Rust kann man dieses Super und Self nur ganz am Anfang hinschreiben, um einmal vom jetzigen Verzeichnis irgendwo hinzugehen und dann nur noch abzusteigen. Und ja, genau, das nur nochmal mit dem Typen, das ist ähnlich. Ja? Kann man auch mehrere Male Super hintereinander schreiben? Man kann mehrere Male Super hintereinander schreiben, aber trotzdem am Anfang des Pfades. So, wir wissen also schon mal theoretisch, wie wir alle Pfade ansprechen könnten. Aber das ist natürlich noch ein bisschen nervig. Deswegen wollen wir uns irgendwie eine Abkürzung schaffen und das können wir mit dem Schlüsselwort use. Also wir haben wieder den normalen Verzeichnis bauen und wir sind jetzt gerade wieder in der Main-Funktion und wenn wir da jetzt zweimal dieses Miau aufrufen, müssten wir zweimal den ganzen Pfad hinschreiben. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und jetzt können wir das hinschreiben. Wir schreiben hier einmal irgendwo hin use und dann ein Pfad. Und dann können wir hier diesen Miau direkt benutzen. Das möchte man oft tun, wenn man irgendwas öfters benutzen möchte. Insbesondere möchte man auch selten so ganze Pfade wirklich im Quellcode drin stehen sehen, weil das recht viel Platz einnimmt. Wir können es aber genauso gut, nur nochmal, damit ihr das auch nochmal seht, dieses use in der Funktion schreiben. Also wie ihr schon merkt, ihr könnt eigentlich alles, was ihr außerhalb von Funktionen schreibt, könnt ihr auch in Funktionen schreiben. Also noch weitere Funktionen oder irgendwelche Definitionen von Typen, auch Use-Anweisungen. Gut, gucken wir uns nochmal was anderes an. Und zwar benutzen wir zum Beispiel diese beiden Funktionen hier, var und buts. Und wir möchten jetzt beide irgendwie direkt aufrufen. Wir könnten natürlich jetzt zwei Use-Anweisungen dahin schreiben. Aber wir können es auch ein bisschen besser machen noch. Und zwar können wir das so hinschreiben. Wir können als letztes Element von so einem Pfad in der Use-Anweisung so geschweifte Klammern machen und dann mehrere Sachen in Kommand hintereinander schreiben. Das geht soweit. Ja? Könnte ich auch einfach nur Use schreiben und dann hätte ich alle Use Foo und dann hätte ich alle Funktionen in der Foo? Nee, werden wir sofort noch sehen. Was du machen kannst, ist das hier zu schreiben mit einem Sternchen, also einem Wildcard und zu sagen, importiere alles aus Foo. Aber das möchte man meist vermeiden. Solange es noch halbwegs selber abtippbar ist, also so 5, 6 Funktionen, ist noch kein Problem, die sollte man lieber auflisten. Wenn es deutlich mehr werden, kann man auch dieses Sternchen benutzen, aber wenn möglich vermeiden. Warum? Habt ihr eine Idee, warum das vielleicht sinnvoll ist, dieses Sternchen zu vermeiden? Ja? Ja, also erstmal, wenn irgendwas den Code liest, dann weißt du gleich, was los ist, wenn du die ersten Zeilen liest. Und zweitens, das zu importieren, ist vielleicht auch Rechenaufwand. Oder darauf zuzugreifen. Und man will ja auch vor allem auch was, ja auch theoretisch sicher machen. Das ist dann klar, so wo zu benutzen wird und wo überhaupt nicht. Also ist mein Rechenaufwand auf jeden Fall nicht zur Laufzeit vom Programm, ja, sondern wenn man nur für den Compiler. Könnte sein, dass es etwas schwieriger wird, wahrscheinlich aber nicht. Ja. Es gibt schon andere Meldungen, aber du hattest, warte, dein erster Punkt war, ach, man sieht sofort, was los ist, wenn man das am Anfang liest. Ja, gewissermaßen auch. Ja? Nee, in der Mitte, ruhig, du. Ja, okay, man muss aufpassen, dass man sich nicht Funktionen
überlädt. Also, dass man irgendwas aus Foo jetzt, da gibt es auch ein Printline oder so, und dann habe ich auf einmal das Printline aus Foo, was ich vielleicht gar nicht nutzen will. Ganz genau, wenn wir irgendwie alle Funktionen aus einem Modul importieren, dann kann es ja gut sein, dass wir da auch uns Funktionen reinholen, die wir hier schon bei uns definiert haben. Also wir vermüllen unseren Namensbereich damit. Gibt es noch weitere Sachen, noch weitere Argumente von den anderen beiden Meldungen gerade? Tatsächlich so das Argument, was ich am meisten hervorheben würde, ist, dass man ähnlich zu dem, was du gesagt hast, weiß, was abgeht, aber eher, wenn man Code liest, später in einer Funktion, man sieht jetzt einen Typen oder eine Funktion, man möchte wissen, wo ist sie denn definiert. Also sucht man in der ganzen Datei irgendwie nach dem Namen dieser Funktion und entweder ist sie in einem Modul direkt selber definiert oder die ist woanders definiert und dann möchte man bitte das im Use stehen haben. Dann weiß man direkt, ah, das wurde daraus importiert. Wenn da nur ein Sternchen steht, weiß man es nicht. Naja, aber gut, soweit so gut. Hier nochmal kurz die Syntaxen durchgegangen von Use. Wir können einfach eine einfache Use-Anweisung schreiben, wo wir einen Pfad usen. Wir können mehrere angeben mit einer Liste. Und wir können dieses Wildcard machen, obwohl man das vermeiden sollte. Diese beiden Sachen, Wildcards und Listen, nur am Ende. Man kann nicht einfach in die Mitte irgendwie eine Liste schreiben oder eine Wildcard, das klappt nicht. Aber am Ende reicht das schon aus, meist. Und das kann wieder in Funktionen oder außerhalb von Funktionen stehen. Eine dritte Slide noch, was Use angeht. Und zwar kann man die Pfade auch teilweise usen. Das ist etwas, was in Java nicht geht. In Java kann man nur ganze Pfade importieren, bis man dann zu einer Klasse hinkommt. Und man kann nicht irgendwie teilweise das importieren. Hier kann man das. Also wir könnten hier den ganzen Pfad usen bis zum Yao. Wir könnten aber auch einfach nur bis zu Cat usen, müssen hier dann aber die Cat vorschreiben. Oder wir könnten nur Animal usen und müssen dann Animal da vorschreiben. Die Regel ist, dass der letzte Teil des Pfades, den man used, dass der direkt angesprochen werden kann. Also wenn wir bis Miau usen, dann kann Miau direkt angesprochen werden. Wenn wir bis Cat usen, dann kann Cat direkt angesprochen werden, aber Miau eben nicht mehr. Und wenn wir bis Animal usen, dann kann Animal direkt angesprochen werden. Also immer der letzte Teil von diesem Use-Pfad kann genutzt werden. Ja? Wenn wir bis Miau gehen, können wir dann trotzdem noch andere Unterpfade von Animal benutzen? Also zum Beispiel Dog? Nee, das kann man tatsächlich nicht, genau. Also wenn wir zum Beispiel das hier haben, könnten wir hier nicht Dog::Wuff schreiben. Das geht eben nicht, weil wir nur das importiert haben oder geused haben und nicht das ganze Modul Animal, wie hier zum Beispiel. Oder? Genau. Es gibt aber noch eine spezielle Syntax, die manchmal das ein bisschen vereinfacht, und zwar kann man self in diesen Klammern schreiben, in dieser Liste, was jetzt noch ein bisschen blöd für euch ist, weil ihr self schon in zwei anderen Kontexten gehört habt, aber hier nun mal die Syntax. Wir können das hier so schreiben. Was meint ihr wohl, wozu das äquivalent ist? Wenn wir jetzt zwei andere Use-Anweisungen dahin schreiben würden. Ja? Zu einem Use Animal Cat und zu einem Use Animal Cat Miau. Ganz genau. Das ist einfach nur eine spezielle Syntax, dass wir auch mit Self das Modul nutzen. Manchmal ist das sinnvoll, das ist aber hauptsächlich erstmal gut für euch, damit ihr wisst, was abgeht, wenn ihr das lest. Also, wir gucken uns mal eben an. Wir fassen diese Pfade, die wir jetzt schon kennengelernt haben, mal kurz zusammen. Wir wissen also, wir haben einen Modulbaum irgendwie und können uns mit Pfaden da darauf zugreifen. Wenn wir mit use auf Pfade zugreifen, werden wir merken, das ist immer absolut. Also use-Pfade gehen immer von oben aus. Die sind nicht relativ zum aktuellen Modul. Und die Pfade, die man in der Benutzung, also in Funktionen schreibt oder sonst was, die sind immer relativ zum aktuellen Modul. Jetzt ist die Frage, wie kann man die absoluten Pfade relativ machen? Hat jemand das jetzt mitbekommen und aufgepasst? Kann man in einer Use-Anweisung, wo man ja eigentlich absolute Pfade hat, aber einen relativen Pfad angeben. Wir hatten ja gerade nochmal die Vergleiche mit dem Unix-Dateisystem, falls sich daran erinnert. Da gab es drei Vergleiche.
wir hatten dieses Self, was für das jetzige Verzeichnis, oder für das jetzige Modul steht. Das heißt, wenn wir am Anfang Self oder auch Super hinschreiben, dann wird es natürlich relativ der Pfad. Also mit Super eben auch. Und wie können wir einen relativen Pfad absolut machen? Das haben wir ja gerade gesagt, da kann man einfach einen Doppelpunkt, Doppelpunkt voranstellen. Also so kann man die auf jeden Fall umwandeln, diese Arten von Pfaden. Und wichtig ist, und das werden wir später noch merken, dass das noch wichtiger wird, dass use nur den Namen verkürzt, den ihr benutzt in euren Funktionen. Der deklariert nichts, also use deklariert nichts oder use bindet keine Dateien ein oder sonstiges. Use verkürzt nur den Namen für euch. Das ist das Einzige, was passiert. Und ich habe gerade schon die ganze Zeit von Symbolen gesprochen. Mit Symbolen beschreibt man eigentlich alle Dinge, die irgendwie Namen haben im Programmcode. Also zum Beispiel Funktionen oder Typen oder aber auch Module. Okay, soweit erstmal klar zu Pfaden. Denn bis jetzt haben wir noch nicht sehr viel geschafft. Im Moment haben wir die Module immer noch mit diesen geschweiften Klammern in unseren Quellcode direkt reingeschrieben. Jetzt möchten wir mal sehen, wie wir die in Dateien auslagern. So, und jetzt nehmen wir mal an, wir haben diesen einfachen Modulbaum, wo wir einfach nur ein Wurzelmodul und ein Untermodul foo haben. Das möchten wir jetzt gerne nicht in einer Datei haben, sondern wir möchten das in zwei Dateien auslagern. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal schreiben wir in die Main hier hinter dem Mod und dem Namen nur ein Semikolon. Das heißt, wir geben hier noch nicht den Inhalt vom Modul an. Und dann legen wir eine neue Datei an, die heißt foo.rs. Also ihr merkt vielleicht, dieser Name foo und dieser Name foo sind gleich. Die müssen auch gleich sein. Oder wir machen die Main genauso. Also hier machen wir auch nur einen Mod foo Semikolon und legen dann eine Datei an, die dasselbe enthält, aber anders benannt ist. Nämlich liegt die im Ordner foo und heißt mod.rs. Nochmal die Regel aufgeschrieben. Wenn man einfach sagt mod name und Semikolon, dann weiß der Compiler, okay, hier soll ein Modul hin, wir wollen hier ein Modul anlegen, aber mir wurde der Inhalt noch nicht gegeben, also ist der Inhalt in einer anderen Datei. Und jetzt sucht der Compiler genau an zwei Orten nach dieser Datei. Zwar einmal an dem Ort Name von diesem Modul.rs im selben Verzeichnis, oder im Unterverzeichnis Name, also so wie das Modul heißt, slash mod.rs. Das sind einfach nur die einzigen beiden Verzeichnisse, wo sich ein Modul befinden könnte. Ja? Können wir irgendwann später in diesen Fuhrordner noch andere Sachen reinschreiben oder was haben wir davon in unseren externen Ordner? Sofort, nächstes Slide. Ein Hinweis kurz noch. Diese Syntax, die ich gerade gezeigt habe, wo wir den Inhalt eines Moduls direkt reinschreiben, die benutzt man eigentlich nicht in der wirklichen Welt. Das habe ich nur euch gezeigt, um jetzt gerade mal die Dateien zu ignorieren und darüber zu reden. Und im Playground, wo ihr auch nur eine Datei habt, könnt ihr auch damit rumspielen. Aber normalerweise sagt man immer nur Mod, Name, Semikolon, um das in andere Dateien auszulagern. Nur damit das nochmal klar ist. Aber jetzt die eigentliche Frage. Wofür brauchen wir das? Und jetzt gibt es ja einen Algorithmus, den ich euch vorgebe, wie man von einem Modulbaum zu den Dateien kommt, die man dafür braucht. Fangen wir erstmal an. Wir haben die Wurzel, die wird meistens in einer Datei gespeichert, die entweder so heißt wie die Crate, die man erstellen möchte, also die Anwendung, sage ich einfach mal, oder die wird ganz oft main.rs oder lib.rs genannt. Wobei main.rs genutzt wird, wenn es eine Binary Crate ist, also eine, die ich nachher ausführen kann, und lib.rs, wenn es eine Library werden soll. Jetzt gehen wir mal vor. Pro internem Knoten in diesem Baum, also ihr wisst noch, ihr habt noch diesen Baum im Kopf und da könnt ihr euch vorstellen, wir haben einige interne Knoten, die keine Blätter sind. Pro internen Knoten nutzen wir diese Variante mit dem extra Ordner. Wir legen einen Ordner an, der im selben Verzeichnis liegt wie der Vater. Und in diesen Ordner packen wir diese mod.rs. Das beantwortet die Frage, warum sollten wir einen neuen Ordner anlegen? Genau, um jetzt die Kinder dieses Moduls wieder da reinzulegen. Und pro Blattknoten werden wir im selben Verzeichnis wie der Vater eine direkte rs-Datei anlegen.
Also wir haben die beiden Möglichkeiten gerade kennengelernt und die nutzt man eigentlich unterschiedlich immer nur, ob man gerade in einem internen Knoten von seinem Modulbaum ist oder in einem Blattknoten. Das werden wir natürlich jetzt mal ausprobieren. Also wir haben diesen Modulbaum, den habe ich euch schon vorgegeben. Wie sehen denn jetzt die Dateien aus? Ja? Also wir haben in dem Wurzelelement eine Datei foo.js und den Ordner animal. Moment. Fangen wir mal mit dem Wurzelmodul an. Das gebe ich eben vor. Main.js und da steht jetzt drin mod foo und mod animal, genau. Und jetzt hast du gesagt, wir haben die foo.js im gleichen Verzeichnis. Ja. Und die animal-Datei, also einen Ordner dafür. Genau. Und in diesem Ordner haben wir auch direkt eine Datei, die heißt mod.js. Ja? Also, foo ist ja jetzt ein Blattknoten hier schon von diesem Baum. Das heißt, wir legen foo direkt in denselben Ordner wie main. Animal hingegen ist kein Blattknoten in diesem Baum, sondern ein interner Knoten. Das heißt, wir werden hier in einen Ordner animal anlegen und da eine mod.js reinplatzieren. Ihr bemerkt auch, dass wir hier diese ganzen Module immer noch schön anlegen. Schon Frage, oder? Ja. Ja? Und zwar, wenn wir das jetzt gerne erweitern wollen, zum Beispiel verschiedene Katzenarten, dann müssen wir die Datei umbenennen. Und das ist ein bisschen blöd, oder? Jein. Also genau, wir müssen, wenn wir merken, okay, dieser Blattknoten, den wir vorher hatten, den möchte ich noch sehr weit erweitern, dann sagt man, okay, da möchte ich noch Untermodule haben, das heißt, der wird umbenannt und in einen Ordner verschoben, genau. Das macht man dann einfach so. Mhm. Passiert jetzt aber nicht so oft, dass man das verschieben muss. Es fehlen noch zwei Dateien, und zwar einmal die cat.rs, das ist wieder ein Blatt in diesem Baum, das heißt, es liegt im selben Verzeichnis wie der Vater, also im Animal-Verzeichnis. Und die dog genauso. Kleiner Hinweis noch, man kann natürlich auch Blattknoten trotzdem in einem extra Verzeichnis haben. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn man weiß, dass man später noch Untermodule haben möchte, um nicht auf jeden Fall demnächst umbenennen zu müssen. Aber normalerweise möchte man Blattknoten meist in demselben Verzeichnis wie der Vater haben. Wir werden jetzt mal ein größeres Beispiel durchsprechen, wo ihr auch wieder ein bisschen selber was machen könnt. Dass das ein bisschen kompliziert wird, das habt ihr als Input, aber ihr wollt wahrscheinlich auch noch diesen Algorithmus haben. Ich zeige jetzt erstmal das und sage euch eure Aufgabe. Und zwar wollen wir das gerne einmal umwandeln in Dateien. Wir definieren jetzt keine Funktion in diesen ganzen Modulen, aber wir wollen trotzdem diese Modulstruktur und diesen Modulbaum schon mal aufbauen. So, und das könnt ihr euch jetzt entweder auf Papier überlegen oder ihr könnt es auch einfach schon abtippen, was vielleicht aber ein bisschen schwierig wird, aber ihr könnt ja zumindest anfangen. Da gebe ich euch jetzt ein paar Minuten Zeit. Ich zeichne diesen Baum jetzt hier an die Tafel ab und gehe dann wieder auf die Folie zurück, damit ihr diesen Algorithmus habt. Wie sieht's so aus? Könnt ihr gerade mal eine Rückmeldung geben? Haben schon einige von euch das komplett fertig? Auch schon ausprobiert auf dem PC? Okay. Aber gut, ich denke, wenn einige Meinung sind, dass sie es fertig haben, fangen wir einfach mal an, ja? Okay. Also, wir haben diesen Baum. Wir fangen jetzt mal erstmal mit dem Wurzelmodul an. Was habt ihr denn dafür für eine Datei erstellt? Ja? Es gibt eine main.js und da ist das Modul abgeben. Ganz genau. Das ist unser main.js und das befindet sich quasi auf der ersten oder nullten Ebene. Und da müssen wir diese Module einmal deklarieren und sagen, dass es die gibt. Wie machen wir weiter? Ja? Ja, genau. Richtig, genau. Da würden wir dann Funktionen reinschreiben, aber klar, die lassen wir jetzt erstmal weg. Gut, als nächstes möchte ich gerne die rechte Seite entlang gehen. Also beziehungsweise dieses Modul db, wie erstellen wir das denn? Also was machen wir dafür? Na gut. Ein Ordner, der db heißt. Mhm. Und da drin befindet sich die Datei mod.rs und da sind die Module drin deklariert. Ganz genau. So, und jetzt müssen wir uns nochmal um API kümmern. Dafür. Ja. Da haben wir auch einen Ordner API, wo dann
Und dann haben wir nochmal Matroses und Matroses. Ganz genau. Das ist unsere zweite Ebene. Dann haben wir jetzt schon die nächste Ebene. Hier einmal kurz die beiden Söhne von DB. Wie handeln wir die? Ja. In dem Ordner DB haben wir dann noch form.rs und sqj.rs. Genau. Da steht jetzt auch wieder nichts drin. Also wahrscheinlich Funktionen, aber die sind im selben Ordner. Dann möchte noch jemand die Kinder von API einmal erklären. Ja. In API direkt die Datei users.rs. Ganz genau. Und dann noch ein Ordner, wo drin der Post heißt und da drin nochmal, also da drin ist dann mod.rs. Ja, ich habe gerade einen Fehler auf meinem Slice entdeckt. Das ist falsch. Ich ändere das wahrscheinlich am besten jetzt sofort. Ja. Das ist auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast. Okay. Okay, möchtest du weitermachen oder? Ja, bestimmt. Und dann liegen da noch die Dateien search.rs und text.rs. Ganz genau, richtig. Im Unterordner Posts auch wieder. Also sind wir da schon zwei Ordner tief. Genau, das ist jetzt mal ein bisschen größeres Beispiel gewesen. Ich hoffe, das reicht dann auf, um sich irgendwie mal immer nachzugucken, wie das klappt damit. Ich komme auch jetzt langsam zum Ende schon. Ein paar Tipps noch zu diesem Modulbaumsystem. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend am Anfang, da man jetzt Use und Mod hat. Also zuallererst überlegt ihr euch diesen Modulbaum. Das heißt nicht, dass ihr euch den ganz am Anfang vom Projekt einmal überlegen müsst und nie wieder verändern müsst, aber ich sage mal, ihr überlegt euch im Kopf diesen Modulbaum und setzt ihn dann um. Der ist nicht statisch, ihr könnt ihn verändern, aber erstmal müsst ihr euch das so denken. Und diese Dateien, die ihr dann irgendwo hinlegt, die bindet ihr immer ein durch Mod-Deklarationen. Das heißt, Rust findet die nicht automatisch, nur weil die da rumliegen. Ihr müsst immer Mod sagen. Aber insbesondere sagt ihr für jedes Modul nur einmal Mod. Nicht überall, wo ihr es nutzen wollt, sondern nur da, wo ihr es einbinden wollt. Also für jedes Modul gibt es nur eine Zeile Mod-Name dieses Moduls. In diesem ganzen Projekt, in der ganzen Crate. Und insbesondere rede ich die ganze Zeit schon von Baum. Das heißt, es gibt keine Zyklen. Wir bauen uns einen Modulbaum auf. Es ist ein Baum und man kann keine Zyklen haben. Und wenn man das fertig hat, dann kann man ja noch die ganzen unterschiedlichen Funktionen und Symbole allgemein aus unterschiedlichen Modulen nutzen. Und das macht man dann entweder, indem man den Pfad anspricht, aber am besten eben auch mit Use, damit man nicht den ganzen Pfad immer so oft tippen muss. Und hier ist es jetzt so, mehrere Use pro Symbol machen natürlich Sinn. Wenn ich in einem Modul Miau benutzen möchte und in einem anderen Modul auch nochmal Miau, dann schreibe ich in beiden Modulen wahrscheinlich irgendwie Use irgendwas Miau. Das macht Sinn. Im Gegensatz zu der Mod-Deklaration, wo man das nur einmal pro Modul braucht. Und insbesondere sind jetzt auch bei den Use-Sachen zyklische Referenzen in Ordnung. Also das heißt, ich kann irgendwie untereinander zwischen den Modulen immer her Sachen benutzen, wie ich möchte. Nur erstmal diesen Baum aufbauen ohne Zyklen und dann kann ich usen, was ich möchte, irgendwo aus dem Baum raus. Da muss ich mich nicht irgendwie auf meine Kinder beschränken. Und jetzt fragt man sich vielleicht nochmal, wie man es kompiliert. Man gibt nur die Wurzel an den Compiler. Also zum Beispiel einfach nur das hier oder main.rs oder lib.rs. Wir werden aber bald, also am Mittwoch sehen, wie wir das in der nächsten Zeit sowieso noch anders kompilieren, weil wir ein neues Tool kennenlernen werden, aber dazu kommen wir dann. Der letzte Tagesordnungspunkt ist nur nochmal Sichtbarkeit zwischen Modulen. Da hatte ich schon einmal gesagt, was mit den Feldern von Structs ist, dass die irgendwie manchmal public sein können und manchmal nicht. Wir werden das jetzt hier nochmal ausweiten. Es gibt diesen pub-Modifier, den kann man für viele Dinge schreiben und das heißt, dass dieses Symbol public ist. Das heißt, es kann von überall benutzt werden. Und sonst ist es nicht wirklich private, sondern modul-internal.
Also das heißt, man kann es nur in dem Modul benutzen, beziehungsweise in dem Modul und alle Kinder von diesem Modul können das benutzen. Gucken wir uns einfach mal ein Beispiel an. Hier, wie gesagt, wir sind nur im Playground, das heißt, wir haben hier keine unterschiedlichen Dateien, sondern einfach nur diese alte Moduldeklaration, aber das ist nicht so wichtig. So, wir müssen das gerade mal wieder verstehen, das ist genau dasselbe, was wir am Anfang hatten. Wir haben hier dieses Modul Animal und da drin ist der Typ Pet deklariert und darin haben wir jetzt dieses Modul Cat und diese Funktion Miau. Wir dürfen jetzt hier super.pet sagen, denn Pet ist ja ein Vater von uns oder ein Übermodul von uns. Das heißt, das können wir nutzen, obwohl Pet hier nicht public ist. Was zum Beispiel nicht erlaubt ist, ist das hier, dass wir dieses Wuff aufrufen. Denn das Modul Dog ist ja ein Zwilling von oder ein Geschwisterkind von uns. Das heißt, darauf können wir nicht zugreifen. Wir können nur auf die zugreifen, die über uns sind. Also von einem Symbol, da können nur die Kindermodule drauf zugreifen. Wenn wir jetzt auf dieses Dog zugreifen wollen, also ich kann es jetzt gerade mal ausführen, damit ihr mal seht, was da kommt. Also dann sagt es einfach, es ist private. Gut, jetzt müsste ich, um das zu fixen, vor dieses Wuff ein Pub schreiben. Oder? Geht das schon? Anmerkung, oder? Ja, ich wollte nur fragen, ob es andersrum auch okay ist, also wenn ich quasi von Eltern her aufs Kind zugreife. Ja. Zum Beispiel im Animal irgendwas mir aus mir raus würde. Achso, ja, genau, das geht auch. Man kann auch sein, also das Elternteil besitzt ja seine Untermodule, das heißt, auf seine Sachen kann man sowieso immer zugreifen. Genau. Dieses Beispiel ist ja verlinkt, da könnt ihr noch ein bisschen mit rumspielen. Ich gehe mal zurück zu den Slides jetzt. Man kann diesen Modifier Pub benutzen für eine Großzahl an Dingen. Einige können uns vorstellen, das ist einmal fn und structs, da können wir einfach vor Funktionen oder Typen was davor schreiben, oder enum ist natürlich auch noch ein Typ. Wir können es allerdings auch vor Module vorschreiben. Wir werden gleich noch sehen, warum das sinnvoll ist. Wir können es auch vor use und type und extern crate vorschreiben. Das sagt uns jetzt noch nicht unbedingt was. Das werden wir dann später sehen, aber ich wollte diese Liste zumindest vollständig machen. Das können wir erstmal ignorieren, die Teile, die wir noch nicht kennen. Aber natürlich können wir auch dieses pub vor tuple structs oder struct Felder schreiben, um diese Felder public zu machen oder nicht. Wir können, und das ist jetzt das Besondere, einen Pfad neu exportieren, und zwar mit pub-use. Da werden wir dieses pub-use mal kennenlernen. Aber vorher gucken wir uns diese Situation an. Wir haben diese main-rs und die erstellt ein Untermodul animal. Und in diesem animal wird einfach nur noch ein Untermodul cat erstellt und in diesem cat-Modul ist miau definiert. Kann ich jetzt in main, kann ich miau aufrufen mit animal, Doppelpunkt, Doppelpunkt, cat, Doppelpunkt, Doppelpunkt, miau. Kann ich das aufrufen? Okay, richtig. So denkt man vielleicht erst, aber hier steht, dass ich irgendwie pub auch vor mod schreiben kann. Könnt ihr euch da denken, was das bedeuten könnte? Ja, ich habe schon gerade so das Halbrichtige gehört. Wir müssen auf alle Teile des Pfades zugreifen können. Das heißt, wenn wir hier animal:cat:miau schreiben, können wir auf zwei dieser drei Teile zugreifen. Wir können erstmal auf animal zugreifen, und das ist ja direkt von uns ein Kind, das heißt, das gehört uns, da können wir auf unsere private Sachen können wir zugreifen. Wir können auch zugreifen auf miau, denn miau wurde als public deklariert. Aber wir können nicht auf cat zugreifen, denn cat ist private in animal drin. Das geht also nicht. Die Lösung wäre natürlich jetzt, dieses Modul auch noch public zu deklarieren. Also zu sagen pub mod cat. Das ist die normale Lösung. Um jetzt nur eine spezielle Syntax noch zu zeigen, ein spezielles Feature von Rust, das ist pub use, wo wir das unter anderen Pfaden exportieren können.
Wir können nämlich jetzt hier sagen, pub use cat meow. Wenn ich einfach nur cat meow sagen würde, dann könnte ich ja meow, den Namen meow, direkt hier in diesem Modul ansprechen, ohne noch einen Pfad anzugeben. Das heißt, es ist so, als wenn dieses meow in diesem Modul definiert wurde. Wenn wir jetzt sagen pub use cat meow, dann sieht das auch von außen so aus, als wenn dieses meow in diesem Modul definiert wurde. Das heißt, ich kann in main animal meow sagen. Das ist selten notwendig. Manchmal ist das notwendig, wenn man wirklich riesige Dateien hat. Man möchte zwar nicht noch in ein Modul das aufsplitten, aber man möchte das in mehrere Dateien aufsplitten. Dann kann man das in mehrere Dateien aufsplitten, die Dateien als Public-Module deklarieren, als Private-Module deklarieren und die Sachen, die man davon braucht, wieder Public exportieren. Das ist wirklich ein eher spezieller Anwendungsfall, aber den wollte ich zumindest kurz mal erwähnt haben, damit ihr das auch mal seht. Also dieses Modulsystem ist tatsächlich recht flexibel. Auch mit diesem Pub-Use kann man da recht viele Dinge anstellen, auch wenn es am Anfang sehr, sehr strikt wirkt. Gibt es Fragen? Okay, dann werden wir uns am nächsten Mal mit dem Tool Cargo beschäftigen und gucken, wie wir externe Bibliotheken einbinden können. Dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwas probeprogrammieren oder so. Ja, dann bis Mittwoch.